Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst in aller Kürze zum Inhalt der Aktuellen Stunde. Die Grünen möchten nun also, dass die Boosterimpfungen explizit auch an den Feiertagen erfolgen sollen und sehen hier Handlungsbedarf durch die Landesregierung. Jetzt kann die Landesregierung natürlich die Kommunen bitten, die Impfzentren auch über die Tage offen oder die KVen, die Ärzte wiederum zu bitten, auch über die Tage die Praxen geöffnet zu halten. Die Kommunen und Praxen können das natürlich nach der neuen Regelung auch ganz ohne Bitten der Landesregierung machen, zumindest solange sie noch über genügend Impfstoff verfügen. Darüber sind sich ja SPD und CDU ein bisschen uneins, was da jetzt tatsächlich stimmt. Allerdings ist das auch gar nicht mehr notwendig, denn wenn man ein bisschen die Presse der letzten Tage verfolgt hat, dann hat Carsten Breuer, immerhin der Leiter des Krisenstabes Bund, diese Aufgabe ja nun längst übernommen und hat ja schon Signale in diese Richtung auch gesetzt und hat auch gesagt, dass dort von seiner Seite aus auch Bemühungen angestrebt werden, diese Impfungen auch über die Feiertage weiter aufrechtzuerhalten. Allerdings habe ich in diesem Zusammenhang noch ein paar offene Fragen. Sehe ich das in dem Zusammenhang richtig, dass Sie nun gemeinsam eine Impfpflicht planen, also zumindest ja erstmal für einige wenige Berufsgruppen, aber bislang immer noch nicht sagen können, wie viele Patienten auf den Intensivstationen bereits vollständig geimpft sind, weil das RKI diese Daten erst nach und nach erhebt und vielleicht in ein paar Tagen, in ein paar Wochen mit solchen Daten aufwarten kann? Und sehe ich das in diesem Zusammenhang richtig, dass es dafür laut Bundesminister für Gesundheit Lauterbach nicht einmal mehr genügend Impfstoff zur Verfügung steht? Sie also eine Impfpflicht planen, aber im Einzelnen die Leute gar nicht mal mit Impfstoff versorgen könnten? Und sehe ich das weiter richtig, dass Sie eine Boosterimpfung nach 4 Wochen freigegeben haben, obgleich die STIKO 6 Monate empfiehlt und selbst die EMA einen Mindestabstand von mindestens 3 Monaten in gesondert zu begründenden medizinischen Ausnahmen empfiehlt? Und sehe ich das eigentlich richtig, dass Sie nach wie vor mit Dosen gegen die Alpha-Variante impfen, weil das der Impfstoff ist, den Sie eben noch bestellt haben, aber diese bereits gegen die Delta-Variante eine deutlich reduzierte Wirksamkeit hat und gegen Omikron, also der Variante, die nach Einschätzung verschiedenster Experten spätestens Anfang Januar auch in Deutschland die prädominante Variante sein wird, laut ersten Erhebungen nur noch eine Wirksamkeit von vielleicht 25-30% überhaupt hat? Und sehe ich das weiter richtig, dass Sie selbst in Anbetracht dieser Zahlen die Boosterung nicht auf besonders vulnerable Gruppen beschränkt haben, die vielleicht nichts anderes in der Hand haben als jetzt diese Boosterimpfung, sondern auch gesunde 5-Jährige impfen lassen wollen, obwohl die STIKO das vielleicht zulässt, aber explizit nur eine Empfehlung für vorerkrankte 5-Jährige gibt? Und sehe ich das weiter richtig, dass zwar die Vorsitzende des Südafrikanischen Ärzteverbandes, Angelique Kotsi, I'm sorry, I butchered your name, ma'am, berichtet das Zitat, egal ob die Patienten jung oder alt, egal ob geimpft oder ungeimpft, egal ob mit oder ohne Vorerkrankungen, sie sehe nur milde Verläufe, ohne die Notwendigkeit, die Patienten zu hospitalisieren, die meisten Patienten seien nach 5 Tagen wieder genesen, sie aber diese Botschaft dennoch nicht zu nutzen wissen, um hier die Endemischwerdung eines Keims anzunehmen, um der Pandemie endlich zu entkommen und vielleicht noch den Schaden an unserer Wirtschaft und der Jugend in irgendeiner Art und Weise zu begrenzen. Und sehe ich das eigentlich weiter richtig, dass die psychischen Folgen ihrer politischen Einschränkungen auf junge Erwachsene von Wissenschaftlern mit den Folgen von Kriegen oder ähnlich schweren Ereignissen mittlerweile verglichen werden, obwohl sie nachweislich selbst kaum schwer erkranken, also alle Maßnahmen vor allem auf Solidarität folgen, nun aber schon offen darüber diskutiert wird, ob 2G auch auf die Jüngsten ausgeweitet wird? Und sehe ich das weiter richtig, dass die Einschränkungen der Freiheit nur enge begrenzt und in scharfe Abwägung vorgenommen werden sollen, also so wie bei dem Patriot Act zum Beispiel, wir können uns daran erinnern, nach 9/11, oder warum darf ich bis heute nicht mit einer Zahnpastatube fliegen, die 151 Milliliter Zahnpasta enthält? Also kann man mit einer ähnlichen Schnelligkeit rechnen, dass wir die Einschränkungen wieder zurücknehmen? So viele offene Fragen. Und Sie kennen das ja alle, Sie müssen bis heute ja auch noch durch den Nacktscanner, obwohl das auch eine vorübergehende Einschränkung ihrer Freiheitsrechte im Rahmen des Patriot Acts und jetzt des Freedom Acts war. Covid-19 gleicht für manche der Apokalypse. Für diejenigen, die einen Angehörigen verloren haben, mit absoluter Sicherheit. Für diejenigen, die einen Angehörigen wegen der Maßnahmen nicht ein letztes Mal die Ehre erweisen können, absolut. Für diejenigen, die ihre wirtschaftliche Existenz verloren haben, vormals durch ihre Einschränkungen und in besonderer Weise, egal ob durch ihre Schließungen oder in Zukunft durch eine Impfpflicht. Oder letztlich auch für die Jugend, die überproportional leiden musste im Vergleich zu dem, wie sie durch die Krankheit an sich mit der Krankheitslast betroffen ist. Und vor allen Dingen, auch dieser Blick sei vielleicht nochmal erlaubt, die Jugend muss ja jetzt nicht besonders unter ihren Einschränkungen leiden, sondern sind auch die, die im Folgenden dann auch für die Einschränkungen und die Folgenschäden an der Wirtschaft und der Gesellschaft auch noch zahlen müssen in ihrem langen Beschäftigungsleben, was sie vor sich haben. Und ich darf an dieser Stelle vielleicht deswegen mal nicht mit einem schlauen Zitat, sondern mit mein bescheidenes Griechisch bemühen. Eine Apokalypse hat über die Zeit eine gewisse Sinnverschiebung erfahren. Spätestens seit dem zugegebenermaßen sehr guten Antikriegsfilm
steht ja vor allen Dingen das Untergangsszenario in dem Begriff im Vordergrund. Übersetzt aus dem Griechischen heißt Apokalypse allerdings Enthüllung oder die Christen übersetzen das ein bisschen freier, Offenbarung. Eine jede Apokalypse, so könnte man auch sagen, wohnt also eine gewisse Offenbarung inne. Und ich mag an dieser Stelle behaupten, in Ihrem Fall wohl eher ein Offenbarungseid. Und wenn wir einen Oppositionsführer hier im Hohen Haus haben, der jetzt gerade leider nicht da ist, der aber unter Umständen vielleicht sogar, die Umfragen legen es nahe, demnächst Ministerpräsident in diesem Land werden könnte, der an dieser Stelle steht und zu den Demonstranten spricht, die sich an vielen Stellen sicherlich überhaupt nicht richtig verhalten. Und ich mag an dieser Stelle auch nochmal dazu aufrufen, dass Protest absolut legitim ist und dass es auch eine demokratische Ausdrucksform ist, auf die Straße zu gehen, dieser Protest aber in jedem Fall friedlich bleiben muss. Egal, was auch aus der Politik für Bedrängungen auf sie zukommen und egal, wie apokalyptisch das Szenario auf sie im Einzelnen wirken mag. Aber der Protest muss friedlich bleiben. Hier aber an der Stelle zu stehen, als Oppositionsführer und den Menschen zu sagen, die werden erfahren, was eine wehrhafte Demokratie kann. Also mehr oder weniger im übertragenen Sinne, die Staatsgewalt, die heißt nicht nur so, die kann das auch. Das, finde ich, ist eine Art und Weise, hier mit den Menschen zu sprechen, auch in der Funktion des Amtes sich so zu verhalten. Quasi dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich glaube, das ist der Rolle nicht angemessen. Und wenn man sieht, wie enttäuscht einige Menschen da draußen sind und was für eine Art und Weise mittlerweile auch der Schärfe der Diskussion dort Einzug gehalten hat, dann ist das auch eine Folge von, man kann nur enttäuscht sein, das Deutsche ist da ja an der Stelle sehr schön, wenn man sich vorher hat täuschen lassen. Und das ist eine gewisse Erwartungshaltung, die mit einem Amt auch verbunden ist. Und ich glaube, an verschiedene Politiker hatten die Menschen, die da jetzt auf die Straße gegangen sind, ganz andere Erwartungen. Und zwar andere Erwartungen, wie man mit dieser Krise umgeht und andere Erwartungen, wie man mit den Bürgern umgeht. Ich erwarte also an dieser Stelle von insbesondere ja denjenigen, die sich demnächst vielleicht dann in Amt und Würden befinden, im Umgang mit den Menschen, die Sie vielleicht unter Umständen bedrohen, die Ihnen irgendwie furchtbare E-Mails schicken. Das geht uns ja auf der anderen Seite genauso. Dass man das doch nicht hier in dieser Art und Weise miteinander aufrechnet oder vergeltet, sondern diese Funktion muss doch mitbringen, dass man trotzdem die Hand reicht und sagt, ich sehe, dass du aufgebracht bist. Aber dass nicht im medizinischen Sinne das Ganze spiegelt und dann auch aufgebracht ist, sondern ganz im Gegenteil die Professionalität dieses Amtes mitbringt und sagt, ich sehe, dass du aufgebracht bist. Wie kann ich dir in dieser schwierigen Situation im demokratischsten Sinne, wie kann ich mit dir trotzdem ins Gespräch kommen, um mich deinen Anliegen zu nähern und dir zu helfen? In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen allen alles Beste. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege.